Hey, na? Was geht? Willkommen zurück bei Ashen. Wir haben gerade Gordon Freeman oder irgendwie so hieß der, besiegt. Übelst easy, der Dude. Also muss ich wirklich sagen, der Bossfight war schon hardcore easy. Wisst ihr, was mir fehlt? Ich hoffe vielleicht, ey, vielleicht kommt das ja noch. Das wäre cool. So ein Schnellreisesystem. Wait a second. Ich weiß, das sieht jetzt ein bisschen gescriptet aus. Aber ich habe keine Ahnung davon, okay? Ich wusste es nicht. Ich habe nur gesehen, unser Inventar ist wieder fast voll. Deswegen habe ich es gesagt. Das sieht ja super gescriptet aus jetzt. Simi hat wieder das Lösungsbuch gelesen. Ah, Mann. Oh, come on! No, ich dachte, er fliegt... Oh, nice. Okay, was haben wir hier? Ausdauerregeneration minus 60, Alter. Minus 70. So, packen wir mal Sachen weg. Ah, siehst du, wir müssen uns das mal genauer angucken. Hier, was haben wir denn überhaupt bekommen alles? Kritische Trefferchance 17%. Schaden 32%. Die müssen wir uns mal angucken. Zweihandwaffe. Einhand. 31%. Ha. Huh. Packen wir auch erstmal weg. Weg. Den Rest gucken wir uns mal an. Hat sich hier was getan? Ja, da ist jetzt ein richtiges Dach drüber. Hat sich sonst noch was getan? Wüsste nicht was. Aber nice. Schnellreise, Alter. Okay, also die Beißaxt wird zu einer 58. 58, 5, 15. Und die hier hat 58, 5, 17. Auch 83,99. Aber hat halt zwei kritische Trefferchancen mehr. Jetzt krass, dass die Spießkeule immer noch mit am meisten Schaden macht, ne?
Ja, aber sonst hat sich hier anscheinend nichts getan. Aber wir müssen noch zu den einen Punkt. Wir haben da irgendeine Interaktion mit jemandem. Zack, zack. Scoria verlieren wir ja nicht. Das können wir aber wegpacken. So, lass mal gucken. Einmal mit Forza quatschen. Können wir direkt machen, die ist ja hier. You're proving to be quite the accomplished hunter. Now, if you'd like to hand me that pot of bile, carefully now, I'll see what it's about. Thank you. I'll get to tinkering with this bile straight away. Might be that it cleanses the ash somehow, dissolving the dregs of light. While I'm fingers deep in noxious goop, you best go hunting again. Yokel mentioned some Einar in the hillside so sickened that they even glow. I took a look, and there's a lone hound that seems to grow, while the others sicken. Its den is by the lake, below the cliffs. Bring me its tail so I can sample its fluids. Ein was? Widnir. Widnir. Gesundheit. Wir randalieren erstmal komplett. Krass, Leute. Also, Schnellreise haben wir. Wir haben den zweiten Boss besiegt. Ah. Oh, er baut hier draußen? Oder sie? Warte, Alter. Ich wollte gerade sagen, ey, bin ich hier in Inception Land oder was? About making the sap more potent. Okay, also Yokel kann unsere Flasche so machen, dass wir öfter trinken können, und sie kann anscheinend die Flasche so machen, dass der Schluck, den wir trinken, mehr Bums hat. Feuertang. Ja, Stärke. Nice. I like the chops of this town you're setting up. Reckon I'll stick around for a bit. Before I get too comfy though, there's something I need to sort out. The pass to the Whispers is open, but my tribe still haven't come through. There was meant to be an escape, but I reckon it got trampled by those listener thugs again. Gararon's kin, see? They got my tribe wrapped up tight in their chains. We've got to find Granny Nella and ask her what happened. She'll be in Hillside, somewhere. Also auch am Hang. Die sind ja alle am Hang mittlerweile. Ja. Alright. Doch, die Stadt verändert sich immer weiter. Wie nice ist denn das Game, Alter?
Du hältst die Möglichkeit, selbstständig Türen zu öffnen, die Begleiter vorbehalten sind. Speer-Rückholchance. Du hältst eine Chance, Speere von besiegten Gegnern zurückzuholen. 30%ige Chance. Ausdauerkosten für Rennen. Ist ganz gut, Alter. Zweiter Wind, das sollte Feigling heißen. Gesundheit plus 2%. Prozent mehr Ausdauer. Wenn du eine Laterne schwingst. Das ist halt super interessant, ja, weil das uns halt in den Höhlen hilft. Aber das Ding hier überlege ich tatsächlich jetzt einfach zu nehmen. Lass mal vorher mit ihr quatschen. Strange, it seems as if humans are somehow diminished by their time in darkness. Ja gut, a fishing village, once huddled among the great buildings along the shore. Kala's wraith might still linger there. Okay. Noch was kostet es. Es ist so ruhig hier, es ist so ruhig und übelst angenehm und ich mag, wie sich das Dorf verändert. I've had my fill of the wild places. Wenigstens habe ich etwas, womit ich ihr Grab ausheben kann. Nix lesen gut, der heut. Okay, nice. Gut, was müssen wir also als nächstes machen? Wir können jetzt eine Schnellreise machen, überall hin. Also zu diesen Reisesteinen. I must find Khalid. Schade. Ist ja seine Schaufel, so wie es aussieht. Das ist interessant. Ich frage mich, was noch gebaut werden wird hier. Ich gucke natürlich wegen diesen Federn. Wir haben gar keine anderen Federn mehr gefunden jetzt. Schon so? Das sieht ja übelst geil aus. Ey, ohne Scheiß, Freunde, ey, wir hätten das Game schon viel früher mal zocken sollen. ...63 macht die. Nice. Okay. Ja, dann würde ich sagen, lass uns keine Zeit verschwenden. Und loslegen. Forscherkamm.
und gleich in dem neuen Gebiet halt gucken, dass wir am besten direkt zum Reisepunkt kommen. Ja. Ich mag es, dass wir jetzt wieder wo sind, wo ein bisschen mehr Farben sind. Autsch! Der macht Schaden. Vergesst immer, dass wenn wir in ein neues Gebiet kommen, dass die ja natürlich auch Schaden machen. Okay. Was ich mich frage, ist einfach, können wir unsere Begleiter, die können wir nicht ausrüsten noch, ne? Wait, ist das ein Dorf oder sind das Gegner? Okay. Haut der eine Kante raus. Das sind original die Gegner vom Anfang. Ich dachte, die sehen einfach aus wie die Gegner vom Anfang, aber das sind die Gegner vom Anfang. Okay, ich beschwere mich nicht. Oh. Gealterter Speer. Oh, ich bin so froh, dass wir jetzt wieder ein bisschen Farbe haben hier. Das nennt man Teamwork. Teamwork makes the dream work. Oh, nice. Okay. Okay, wo müssen wir denn hin? Wir haben den Horscher-Kamm. Bei Amara stand Reise. Ja. Okay, komm, wir machen erstmal Forcer. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem Forcer-Ding. Der Große ist ein Problem. Okay.
Hi. Eindeutig besiegt. Holy. Nee, da kommen wir so nicht hin. Sind so leuchtende überall. Ich dachte, da wäre nur einer. Wo kommt denn der Typ auf einmal wieder her? Okay. Easy peasy. Im Endeffekt, die haben noch alle gesehen, wie wir deren Chef weggeballert haben. Dass die sich überhaupt noch mit uns anlegen. Wahnsinn. Das hier ist wahrscheinlich wieder der Rückweg, ne? Ey, durch diese übelst ruhige Hintergrundmusik. Werde ich auch immer ruhiger. Holy smackaroni. Arschloch. Ja, wenn man wüsste, wo der Ritualstein ist in dem Gebiet. Im Endeffekt sind die Ritualsteine ja immer am Wegesrand, ne? Wir könnten den Weg einfach durchrennen und gucken, dass wir zum nächsten Ritualstein kommen. Ins Wasser springen kann? Meinst du, das ist tief genug?
glaube fast gar nicht, dass es tief genug ist. Wenn man da 100 pro durchlaufen kann. Also juckt mir natürlich in den Fingern, das auszuprobieren. Wenn ich sterbe, was dann? Was dann, Freunde? Diese und viele andere Fragen seht ihr und beantworten wir in der nächsten Folge von Ashen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Ich denke, es ist ein ganz guter Zeitpunkt, hier aufzuhören, weil ansonsten werden wir eh zum Ritualstein zurückgesetzt und ich jetzt noch ein bisschen weitermache. Hinterlasst mir einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Freue ich mich nicht nur drüber, sondern hilft auch, dass der Kanal weiterlebt. Neues Leben, wie bei Ashen. Ja.